Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat gerade Gruner und Jahr ganz gekauft. Vorher hatten die 25%. Gruner und Jahr, das ist dann Stern, Brigitte, Geo, Gala und dann hier so schöner trinken, lecker wohnen, besser essen. Zu Bertelsmann gehört auch 25% vom Spiegel. Spiegel, das ist die Bildzeitung für Abiturienten. Ja, früher war das mal ein Aufklärungsblatt, heute ist alles gleichgeschaltet. Sie können das ja verfolgen. In der Griechenland-Krise, in der Finanzkrise, überall derselbe Kram. Ich behaupte nicht, dass da jeder Artikel kontrolliert wird. Ich behaupte nicht, dass man keine Informationen in der Zeitung finden kann. Aber die Grundberichterstattung und der Tenor, der immer in die Köpfe der Menschen gehämmert wird, ist immer wieder derselbe. Beschäftigt durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden. Ewiges Wachstum. Die reiche Familie arbeiten zusammen. Heute kann der Chefredakteur der Bild-Zeitung, Nikolaus Blome, mal eine hohe Position beim Spiegel einnehmen zwischendurch. Das wäre früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die sich auch von nichts mehr. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Ne? Von Kohl eingeführt für die Programmvielfalt. Nein, der wusste damals schon, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Nach 30 Jahren Privatfernsehen ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Früher hätte man sich geschämt, wenn man Leute gekannt hätte, die sowas gucken. Heute wird im Feuilleton der Tageszeitung diskutiert, ob das gelungener Trash ist oder nicht. Auf das Niveau haben sie uns herabgezogen. Bertelsmann macht doch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Damit machen die reichen Familien Politik. Steuern sparen und damit Politik machen. Bertelsmann Stiftung hat Hartz IV entwickelt. Nicht Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn der den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen. Auch irgendwie schön, dass bei VW-Skandalen immer Puff eine Rolle spielt. Der Holzbrink Verlag, das Handelsblatt, die haben auch eine Stiftung, die Holzbrink Stiftung. Die hat gerade durchgesetzt, dass in Baden-Württemberg Wirtschaft ein Schulfach wird. Und wer liefert die Unterrichtsmaterialien für das Schulfach Wirtschaft? Und was wird da wohl unterrichtet? Das Handelsblatt stellt die Materialien zusammen über den Holzbrink Stiftung. Das ganze Ruhrgebiet gehört der Familie Funke, Funke Medien. Früher war das die Watz-Gruppe. Zwei Familien, eine konservative und eine sozialdemokratische. Die eine hat die andere ausbezahlt. Fragen Sie mal, wer übergeblieben ist. Sie können im Ruhrgebiet nichts lesen, was nicht Funke Medien gehört, mehr oder weniger. Die Rheinische Post hat alles geschluckt am ganzen Niederrhein. Alle kleinen Zeitungen sind geschluckt worden. Das sind vier reiche Familien. Betz, Droste, Arnold und Wendehorst. Das ist Macht, meine Damen und Herren. Das gehört denen wirklich. Und die nutzen diese Macht auch, als zum Beispiel hier an der Uni in Düsseldorf der Rektor kaputtgeschrieben worden ist, weil er ein ordnungsgemäßes Verfahren gegen Frau Schawan durchgeführt hat. Dafür haben die den fertig gemacht, weil sie stockkatholisch sind und die Macht haben mit der Zeitung. Ein paar Reichsfamilien kann ich Ihnen noch nennen. Matzak regieren in Hannover. Hannoversche Allgemeine, Hannoversche Neue Presse. Gehört alles derselben Familie. Dieser Familie gehört auch die Zeitung in Göttingen und die Zeitung in Rostock. In Köln können Sie nichts lesen, was nicht der Familie Dumont gehört. Der Verlag Neven Dumont gibt den Kölner Express raus, den Kölner Stadtanzeiger und die Rundschau. Das ist Scheinwettbewerb. Es gehört alles denselben. Und so kann man das durch und durch gehen. Burda kennen Sie noch als bekannte Familie. Burda, das ist Boulevard, das ist Bunte, Frau und Kind, Kind und Hund, womit man so sein Resthirn einwickelt. Burda ist aber auch Politik mit Fokus. Fokus, das ist dann Spiegel für Hirntote. Das ist so eine Art journalistisches Endlager. Was ich meine. Burda ist auch Huffington Post im Internet. Da sind die auch aktiv. Kennen Sie die Familie Schaub aus Ludwigshafen? Hatte ich auch noch nie von gehört, bis ich in Chemnitz gegoogelt habe, wem da die Zeitung gehört. Die Chemnitzer Freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnenten in der alten DDR. Von der Stasi kontrolliert. Und nach der Wende haben aber gesagt, ja, Stasi ist nicht schön, aber um die Abonnenten ist ja schade. Man hat die Zeitung erhalten und der Kohl hat es wohl irgendwie geschafft, an der Treuhand vorbei die Zeitung, die Chemnitzer Freie Presse der Familie Schaub, in Ludwigshafen zukommen zu lassen. Ludwigshafen-Oggersheim, das muss jetzt eine Verschwörungstheorie sein, ich weiß. Wir wissen ja nicht, wer die Spender der CDU waren. Der Kohl hält dicht, zumindest an der Stelle. Inzwischen gehört der Familie Schaub aus Ludwigshafen auch 85% der Süddeutschen Zeitung.
Das große liberale Flaggschiff der deutschen Presse. Die habe ich 40 Jahre lang jeden Tag gelesen. Und Sie konnten in den letzten Jahren immer weiter merken, wie die immer weiter ins konservative Lager abgerutscht sind. Im Wirtschaftsteil sowieso schon immer. Und jetzt auch ganz normal in der Zeitung. Da können Sie heute Artikel lesen wie Wer stoppt Weselski? Ein Lehrstück, wie unsere Medien uns manipulieren, meine Damen und Herren. Der Streik der GDL. Diese Verbrecher. Was dahinter steckt? Da müssen Sie aber schon mühsam recherchieren. Die alte Gewerkschaft der Lokführer, die EVA, hat nämlich immer mit der Bahn gekungelt all die Jahre. Der alte Chef Hansen hatte einen Tarifvertrag mit der Bahn ausgehandelt für die Lokführer, wo die 7,50 Euro Stundenlohn gekriegt haben. Und zum Dank dafür ist er in den Vorstand der Bahn berufen worden mit 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Und die Lokführer waren irgendwann so sauer, dass sie immer wieder von ihren eigenen Funktionären verarscht worden sind, dass sie eine eigene Gewerkschaft gegründet haben, die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer. Und die haben erfolgreich gestreikt und haben was durchgesetzt. Und immer mehr Angestellte der Bahn haben gemerkt, da gibt es eine Gewerkschaft, die wirklich was tut. Nicht wie die EVA, die immer nur kungelt. Und da wollen die auch zu der GDL rüber. Und dann hat die Bahn sich geweigert, mit der GDL über diese anderen Leute zu verhandeln. Und ein deutsches Gericht hat zweimal festgestellt, dass die Bahn verpflichtet war, mit der GDL diese Tarifverträge abzuschließen. Da hatten die ein Recht drauf. Da ist in unserer Zeitung nicht darüber berichtet worden, nein. In unserer Zeitung war es immer nur der Betonkopf Weselski. Man hat sogar seine Telefonnummer veröffentlicht. Das ist das Spiel, das die Medien spielen, meine Damen und Herren. Sie hetzen die verarschten Pendler auf die verarschten Lokführer. Genau wie sie die verarschten Hartz-IV-Empfänger auf die verarschten Griechen hetzen. Und wie sie jetzt die Obdachlosen gegen die Flüchtlinge ausspielen. Wenn ich die Artikel schon lese, ja, kann man nicht erst bei den deutschen Obdachlosen helfen, bevor man all die Flüchtlinge integriert? Wer hat sich in den letzten 30 Jahren für Obdachlose interessiert? Jetzt, wo man sie ausspielen kann. In der Süddeutschen Zeitung konnten Sie auch einen Artikel lesen, da stand drin, wenn wir in Griechenland nicht aufpassen, fällt Spanien auch noch an die Linke. Da wird er nicht mehr gewählt, meine Damen und Herren. Das Land fällt unter die Räuber. Wie im Krieg. Die Portugiesen haben links gewählt. Der Präsident hat sich geweigert, das zur Kenntnis zu nehmen. Der hat den Wahlverlierer von der konservativen Partei wieder beauftragt, eine Regierung zu bilden. Bei der ersten Abstimmung ist er natürlich krachend baden gegangen. Dann steht in unseren Zeitungen nicht, man hätte von Anfang an den Linken, die die Wahl gewonnen haben, den Regierungsauftrag geben müssen. Nein, da steht in unseren Zeitungen, die linke Opposition hat die Regierung gestürzt. Und Sturz ist natürlich immer kurz vor der Revolution. Die reichen Familien haben die Sache im Griff, meine Damen und Herren. Die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi, um die Menschen zu kontrollieren. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil unserer Zeitung gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen verstanden. Ich meine das auch nicht böse. Ich blicke ja jeden Abend in die Gesichter. Ich kann ja gar nicht recht haben. Ich verstehe es. Sehen Sie, wenn ich recht habe, müssen ja viele von Ihnen zugeben, dass Sie sich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt haben. Das kann von Ihnen keiner verlangen. Also muss ich der Spinner sein. Ist okay, ich habe das verstanden. Das kann nicht anders sein. Der Stacheldraht ist perfekt verbaut. Man kann nur Hochachtung haben vor diesem System. Der Deutsche kann nur noch nicken. Geschäfte durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Der Terror muss mit Krieg bekämpft werden. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden. Soziales, was Arbeit schafft. Der Deutsche kann nicht mehr so machen, dann tut der Stacheldraht weh. Es ist genial. Und in diesem Land, in dem die Politik konsequent Politik für die reichen 10% macht und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin.